Aber brauchst keine Angst haben, also ich werde nichts riskieren oder so, dass irgendwie was machen könnte. Oh Gott, ich weiß jetzt schon, oh Gott! Bist du wahnsinnig geworden? Moin moin ihr Landratten, was geht ab? Blackouts am Start und willkommen zu einem neuen Video. So schnell sieht man sich wieder. Adrian hier am Start, wieder mit dem RZR. Du warst gestern schon hier, quasi in der Timeline. Vorgestern war er in Hamburg, da haben wir das Video gedreht. Jetzt war ein Tag dazwischen. Jetzt sind wir in der Nähe Leipzig, hier im Osten. Und man sieht, das ist schon ordentlich dreckig geworden. Warum? Weil wir hier auf einer Crossstrecke gefahren sind. Wo sind wir? In Dieskau. In Dieskau sind wir, auf der Strecke. Ich sehe da schon hohe Sprünge, ich habe ein Foto von dir gesehen, ich habe absolut Angst, aber viele von euch haben es in die Kommentare geschrieben, auch bei Instagram, ey, so ein Teil musst du richtig Offroad fahren. Da dachte ich mir spontan, ich habe doch die neue Karre, die steht da irgendwo hinten, die braucht eh Kilometer, müssen wir machen. Ich weiß nicht, ob es für die Kamera ein bisschen weit weg ist, aber guckt euch das an. Sind die wahnsinnig? Die fahren mit einem Beiwagen. So was habe ich auch noch nie gesehen, also ich kenne das von der Isle of Man oder so, aber Crossstrecke, nee. Ihr merkt es schon, ich rede ein bisschen fusselig durcheinander, weil ich bin sehr aufgeregt. Sehr. Weil nicht nur ich werde hier gleich langsam fahren, sondern ich werde gleich Beifahrer sein. Ihr seht schon da eine zweite GoPro. Und ihr wisst es aus dem letzten Video, da haben sich ein paar natürlich auch lustig gemacht. Verständlicherweise, ich bin eine absolute Pussy, was Beifahrer angeht. Im Auto und Offroad natürlich umso mehr. Das heißt also, ich verspreche euch, das ist nicht gefaked, das ist nicht übertrieben. Ich kann das nicht so gut. Ich werde rumschreien, ich weiß das jetzt schon. Weil du bist wahnsinnig. Du bist wahnsinnig, Adrian. Ich hatte mir gedacht, ich fahre jetzt erstmal und guck mir die Strecke an. Es wird wahrscheinlich super langsam sein. Und dann, achso, ich habe übrigens Yeezys an. Beste. Einfach beim Crossstiefeln, das sonst zu schwer ist, hier zu fahren. Ne? Das würden wir nicht so gut hinkriegen. So, du kannst mir ein bisschen sagen, was jetzt kommt. Auf der Strecke dann jeweils. Wo ist denn hier der zweite Anschnaller? Ah, der Klemmbandschuh muss die Tür dann aufmachen. Das ist so der erste Schritt, weil gerade weil wir jetzt ein bisschen schneller fahren, dass wir ordentlich angeschnallt sind. Nicht so ein Larifari hier wie in Hamburg. Nee, die Gurte ein bisschen straffer. Also ich muss sagen, ich bin schon echt aufgeregt. Also ich habe ein bisschen Schiss. Okay, ich bin sozusagen ready. So, wir fahren jetzt erstmal mit Heckantrieb, das ist auch schon eingestellt. Sonst wieder ein H für High, weil wir werden ja nicht so langsam fahren. Boah, geil, das Video. Ich stehe auf der Bremse. Macht man das eigentlich hier wie bei einem Rennauto, also links Bremse, rechts Gas oder mit einem Fuß? Normalerweise wie im Rennauto, aber ich glaube, das ist jetzt, musst du dich erstmal darauf konzentrieren, die Strecke zu sehen. Ja. Machen wir ganz gemütlich wie im Auto. Auch die Strecke hier, das wirst du nachher merken. Wir fahren eigentlich die ganze Zeit Halbgas. Also es ist, weil der hat eigentlich schon zu viel Leistung wieder, um so eine Strecke zu fahren. Der braucht eigentlich mit schön langen Geraden und so. Okay, ich bin gespannt, ich bin aufgeregt. Wo müssen wir denn lang? Wo geht's auf die Strecke rauf? Einfach geradeaus. Boah, das macht schon Spaß. Also mir würde das schon reichen eigentlich. Lass uns einfach hier dreimal hin und her, dann ist für mich genug. Nein, Spaß. Jetzt wollen wir natürlich auch auf die Strecke. Hoffentlich sind wir keinem Weg. Wollen wir noch mal warten? Weil ich glaube, hier sind nur zwei Leute auf der Strecke. Wenn die vorbei sind, dann haben wir danach... Dann haben wir freie Fahrt. Dann haben wir genau freie Fahrt. Junge, guck mal, wie der da raufhängt. Und jetzt ganz gemütlich, damit wir nicht springen, ne? Da kannst du mal schauen, die Daumen im Offroad immer nach außen. Damit man sich die nicht bricht, ne? Oh. Junge, ist das krank! Am besten so ein bisschen links auf der Seite. Ja. Junge, ich weiß gar nicht, was ich erzählen soll. Das ist so eine kranke Erfahrung. Also es macht schon Bock. Boah. Also leicht heben wir ab, ne? Ein ganz kleines bisschen. So, Streckenverlauf, wo geht's hin? Man sieht gar nichts. Ist das verrückt? Ist das geil? Boah! Boah, macht das Bock! Das macht richtig Laune! Man hat halt nicht so das Problem mit den...
mit den zwei Reifen, sondern hier wirklich mit vier, dass man sich darum schon mal nicht kümmern muss. Upp. Und wir heben schon ein ganz bisschen ab. Boah, da wäre ich fast rausgefahren. Kleinen Drift eingebaut. Ich kann auch null einschätzen, wie das vom Speed ist. Ob ich jetzt sehr langsam bin oder schon angenehm. Aber das ist so krass. Ganz eng fahren. Ganz eng. Oh, was? Junge, das habe ich gar nicht erwartet. Ist ein bisschen blöd. Das war schon ordentlich der Sprung. Einmal scharf rum. Einmal scharf rum. Und jetzt hier muss langsam durchfahren. Langsam. Junge, was ist das denn hier? Aber die Federung macht das gut mit. Also ist schon echt geil. So, eine machen wir noch, oder? Dann bist du dran. An den Sprüngen. Wow. An den Sprüngen vorher am besten runterbremsen. Boah, da waren wir schon richtig in der Luft. Geil. Ist das geil? Das macht richtig Bock. Junge, Junge. So, jetzt werden wir mal hier überholt. Wo ist der zweite? Boah, also echt, das ist eine Erfahrung für mich, was ganz Neues. Aber es macht unfassbar Bock. Unfassbar. Da muss man sich jetzt echt erstmal rantasten. Aber es ist schon echt geil. Also die Federung verzeiht super viel. Man kann hier echt rumhüpfen. Es ist echt sondergleichen. Boah, da kommen wir so ein bisschen in den Drift rein. Hier müssen wir eng nehmen. Wupp. Oh, ist das geil. Boah, dass dir diese Schläge hier wegsteckt. Ist echt der Hammer. So, jetzt gehen wir wieder innen hier rein. Boah, ist das nice. Also man muss sich aber auch schon echt konzentrieren. Da schiebt es einen noch ein bisschen nach draußen. So, jetzt langsame Stelle. Ey, Hammer, das macht so Bock. Ist das geil. Ich hoffe, es kommt so ein bisschen rüber auf der Kamera. So, ich blink mal hier. Hat das Teil ja auch. Wahnsinn. Also, das ist echt gut angestellt. Ich bin ordentlich am Schwitzen. Echt? Fandst du gut? Ich bin auch kein guter Beifahrer, merke ich. Also, aber das war jetzt, also vom Prozent her so, wie viel war das von deinem Speed? 20, 50? Ich kann das null einschätzen. Ja, du wirst es gleich einschätzen. Ich habe Angst. Also ich, das ist nicht gefaked. Ich zitter schon ein bisschen, ja, weil ich... Ich verstehe dich auf jeden Fall, weil ich habe hier selbst noch nicht auf dem Beifahrersitz gesessen, aber das ist so komisch, weil du hast keine Macht, du hast keine, ja. Du kannst nicht beeinflussen, was der... Ich habe echt Angst, wirklich. Ich meine es wirklich ernst. Ich mache das für euch, Leute. Ich mache das für euch. Okay, wollen wir die GoPro hier auch noch anmachen? Ja. Läuft die schon oder muss ich was drücken? Ich glaube, ich habe nur... Ich denke, man hat es auf meinen Stories gesehen. Ich freue mich quasi seit zwei Tagen, seitdem wir wissen, dass wir hinfahren. Einfach nur darauf, wie wir mit sind. Oh Mann. Weil ich in Hamburg schon gemerkt habe, dass du Beifahrer du bist. Das wird jetzt mit Sicherheit sehr unterhaltsam. Oh Gott, meine Kamera läuft auch, ne? Die
Wäre geil, wenn jetzt aus wäre. Ja, Leute, es tut mir leid, der Staub bleibt nicht aus. Adrian kümmert sich darum. Schöne Liege drauf. Perfekt. Besser? Alles scharf? Oh Gott, Leute. Oh Gott. Oh Mann. Bitte sei vorsichtig, nicht übertreiben. War der erste eine normale Runde? Oh mein Gott! Was? Eine normale Runde? Oh Gott! Ich dachte eine normale Runde! Oh Gott! Halt dein Maul, Alter! Was ist das denn? Oh Gott! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott! Oh mein Gott! Fuck, ist das schnell! Oh mein Gott! Oh Gott, hier geht's. Oh Gott! Junge! Ohne Spaß, Leute, ich übertreib nicht. Ich sehe mein Leben vor meinen Augen. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh Gott. Alles gut? Mir wird ein bisschen schlecht, aber ja. Oh. Aber Digga, wie du das Ding unter Kontrolle hast, ist abgefahren. Junge, das ist sowas, habe ich noch nie erlebt. Also nach zwei Runden bin ich tot. Nach zwei Runden kann ich nicht mehr. Oh Gott. Hat er gesagt, erstmal eine normale Runde? Ich habe Gänsehaut am ganzen Körper. Oh Gott, Alter. Oh Gott. Oh, was passiert hier? Oh, meine Stimmbänder. Oh Gott. Fuck, Alter. Fuck, oh Gott. Oh Gott. Mama, ich will nach Hause. Oh Gott. Mama! Oh Gott! Oh Gott, Mama! Ich weiß nicht, ob sich das irgendjemand von euch angucken kann, wie ich hier rumschreie wie ein Mädchen. Oh Gott! Oh nein! Oh Gott! Ich weiß jetzt schon, oh Gott! Bist du wahnsinnig geworden? Junge, wenn ich mir das selber angucke, ich werde schon denken, Junge, übertreib nicht, warum schreist du so? Aber es ist echt schwer, hier ruhig zu bleiben. Oh mein Gott. Nach der Runde brauche ich auf jeden Fall eine Pause. Boah. Oh fuck! Man sieht halt gar nicht, wo es hingeht. Oh fuck, Alter. Oh fuck, Alter, ist das krank. Oh fuck, Alter. Junge, aber das Driften ist geil. Das bockt richtig hier. Shit, Alter. Shit. Oh. Junge, ist das geil. Okay, reicht. Blackout in danger. Junge, ist das geisteskrank, Digga. Halt dein Maul. Also klingt, als hättest du Spaß gehabt. Meine Stimmbänder sind zerrissen gefühlt. Ich weiß nicht, ob du gehört hast, wie ich geschrien habe die ganze Zeit. Ich schwöre euch. Ich kann ihn nicht stillhalten. Junge, das war Adrenalinkick. Anderes Level. Anderes Level. Völlig geisteskrank. Völlig geisteskrank. Boah, aber hat Bock gemacht. Hat richtig Bock gemacht. Du musst mal Annika mitnehmen. Gerne. Muss man Annika mitnehmen.
Ich muss das Video beenden. Eigentlich würde ich nochmal, lass mich nochmal eine Runde fahren. Du musst eine Runde nochmal bei mir mitfahren. Ich übertreibe auch nicht. Eine Runde muss ich nochmal. Vielleicht habe ich was mitgenommen jetzt. Oh, bitte nicht. Ey, das macht so unfassbar Bock. Weißt du, was ich richtig erstaunlich finde? Ja. Ich fahre ja super viel Straße mit harter Federung. Ne? Du siehst da teilweise Bodenwellen. Auf der Kamera wird es wieder nicht rüberkommen. Aber ich weiß nicht, wie tief sind da die Löcher teilweise? Also ein Quad, so dass ich damit nicht fahren kann, weil die Vorderräder da drin verschwinden. Ja, und hier, du fährst darauf zu und mein Kopf sagt mir, das wird jetzt richtig kacke. Und dann federt das ein bisschen, aber es geht. Bei manchen Sprüngen kann ich jetzt schon sagen, also mach David nur langsam, weil was man nicht sieht, ist zum Beispiel mit dem Bremsen. Ich gebe im richtigen Moment nochmal Gas, dass ich es gerade stelle. Ja, easy. Easy. Also ich bin da ganz vorsichtig. Easy? Easy. Wie geht denn der Bums an? Aber ich muss einfach nochmal selber fahren. Das wird auch ein ganz anderer Speed sein, wieder bei dir, aber... Da braucht man Kraft. Keine halben Sachen. Ist halt erstaunlich, dass das der volle Einschlag ist, ne? Es ist immer wieder heftig, wenn du im Auto sitzt und drehst rum und kurbelst. Was ist denn jetzt? Sind wir in Dreck gefahren? Du hast bei 35 Grad die einzige Pfütze gefunden. Wir haben echt 35 Grad. Es ist völlig wahnsinnig. Aber es fühlt sich schon ganz anders an, wenn man selber am Drücker ist. Ja, ich merk's. Also man hat echt... Ja. Mit den Sprüngen bin ich natürlich echt vorsichtig. Aber wir können trotzdem schon mal ein bisschen... Whoop. Aber man merkt's, wenn ich falsch Gas gebe, dann sinken wir vorne ein bisschen ab. Deswegen... Gerade bei dem Gewicht ist es natürlich gefährlich. Aber das ist geil. Also das macht richtig Bock, wenn er anfängt, ein bisschen wegzugehen an der Seite, hinten. Wir haben Heckantrieb an. Und dann ist das schon echt nice. Oha. Ja, ich merk's total, weil ich zu früh aufhöre, Gas zu geben, ne? Oh, kleinen Drift hier eingebaut. Junge, das macht schon viel mehr Bock, wenn man einmal mitgefahren ist und weiß, was geht. Hier die Löcher, meine ich. Wenn man weiß, was geht, dann ist man viel sicherer. Ich kann gar nicht richtig mehr grammatikalisch sprechen. Das ist nice. Boah, ist das geil. Das macht so Bock. Unglaublich. Hammer. Digga, geisteskrank. Also, ganz andere Erfahrung. Was ganz Neues. Ey, es war krass. Also, richtig heftig, aber ich habe auch selber gemerkt, so die erste Runde von mir war richtig so vorsichtig, ich weiß gar nicht, was geht, wie man fährt, wie die Strecke ist, dann bei dir mitgefahren und das für mich das Extreme mitbekommen und dadurch war die zweite Runde für mich viel angenehmer auch. Es war für mich super locker und hat viel mehr Spaß gemacht auch, ne? Also echt krass. Die indirekt halt unbewusst die Linie gesucht hast, die ich auch gefahren bin. Das war schon viel, viel besser als beim ersten. Echt? Ja, geil. Aber das ist krass. Hä? Und ich hatte umso mehr Schiss. Echt? Und Beifahren da drin ist echt die Hölle. Echt? Ja. Habe ich es geschafft, dass du ein bisschen Angst hast? Ich weiß zwar nicht, aber ich habe... Geil. Hat mega Spaß gemacht, Digga. Adrian, dickes Dankeschön. Ihr seht natürlich mehr Videos, Fotos und so bei ihm auf Instagram, auf YouTube. Habe ich unten verlinkt. Schaut da gerne vorbei. Ne? Dann machst du auch ein bisschen noch mehr Action. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, wenn Däumchen wie mal ein Träumchen.
Und sonst sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, peace und haut rein, ihr Landratten. Pa, pa, pa.